down. You again? Roger. Attention. Building completed. Okay. It's gonna cost you double. Ja, man hat eine stärkere angelockt. Aber da es beides Beförderte sind, ist das kein Problem. Die Frage ist nur, von wo werden die Gegner kommen. Wenn es denn soweit ist. Also Verteidigung kann ich rein theoretisch überall hinbauen, ein bisschen zumindest. Tag 11. Ich könnte auch ein Lager hier hinten errichten. In weiser Voraussicht für später. Hier so. Hier wäre ein Lager gut, aber dann habe ich hier nichts mehr zum Schützen so richtig. Ich könnte es aber auch hier hinbauen. Aber hier hätte ich dann später das Öl mit. Geh mal ein Stück vor. Das war starkes. Ich will das alles verbessern hier. Das Ding zieht sie an, der Baulärm. Hilf mal ganz kurz hier mit. Ein, zwei rausschießen. Ja, eigentlich kann ich dich hier lassen. Einen Soldaten kann ich mir auch vorstellen, wie dieser Süden. Und schon kommt wieder die Panik in mir hoch und diese klassische Serbiens-Panik. Also jetzt gleich so richtig auf die Fresse kriege wieder. Ist noch nie passiert, aber die Panik ist immer da. Im schlimmsten Fall rennen sie hier irgendwo an der Seite durch. Du darfst sie da angehen. Okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwo hier kommen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn das dann steht... Und ich werde noch eine zweite Balliste eigentlich brauchen. Die kriege ich aber wahrscheinlich nicht zusammen, es sei denn, es wird gleich gesammelt. Ja, wenn sonst nichts ist. Dann könnte ich hier eigentlich auch zumachen. Hier in dem Bereich. Dann kann ich die Jägerrente abziehen. Krieg ich nochmal Geld? Könnte eng werden. Oh, das ist cool, da kann ich die ärgern. Nein! Die rennen hier rechts lang. Ach, natürlich, das ist der schnellste Weg. Ach, hätte ich auch mal selber dran denken können. Ja, ja. Klassische Seerbillions. Sag mal, ist der oft? Nee. Aber bis sie da durch sind. Ich hoffe nur, ich locke keinen Mutant an. Aber hier könnte ich eigentlich mal ein paar von denen wegschießen.
holen. Wie, das war's schon? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Da ist noch mehr Öl. Woran hält's? Arbeiter und Stein. Aber jetzt kann ich eigentlich anfangen, mich so richtig aufzubauen. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass hier unten eine Stadt ist. Und es gibt nur eine Stadt auf dieser Karte. Wenn da die Stadt ist, muss ich da auf jeden Fall viel mehr hinstellen. Warum habe ich immer solche schwarzen, kurzen Aussätze? Ich hoffe, ihr seht die nicht in der Aufnahme. Ich mag die überhaupt nicht. Mhm. Erwarte bloß keine Pause, denn John C. Coxworth wirst du laufen, laufen und laufen. Die fallen mir eigentlich beide nicht. Wo? Commander? For the colony! Wenn die Stadt hier wäre, wäre das tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ich kann mir erst sicher sein, wenn ich sie sehe. Aber ich weiß, wie ich sie sehen könnte. Wenn ich die Stadt sehe, weiß ich, in welche Richtung ich gehen kann und in welche Richtung ich gehen sollte. Ich hänge jetzt eigentlich schon wieder total hinterher in der Zeitplanung. Ich müsste jetzt schon auf dem Weg zu Steinhäusern sein, rein theoretisch. Also die Profispieler sind am Tag 15 dann schon soweit. Ich fange jetzt gerade an mit dem Marktplatz. Our soldiers are in trouble. Das ist gar nicht gut. Das sind ein paar zu viel für die. Oh, gar nicht gut. Geht mal ein Stück zurück. Kannst du auf die schießen? Ich fürchte fast nein. Ah, den Schwabbel krieg mal. Na klar! Also, als hätte ich jetzt wer weiß wie viel Krach gemacht schon wieder. Die hier sind tot. Ich hasse diese Mutants, habe ich das schon mal erwähnt? Weil die versauen mir jetzt gerade wieder alles hier hinten. Die ziehen das jetzt alles mit an. Als hätte ich jetzt wieder
Da hat doch nur ein Soldat rumgeballert. Was? Ach, das ist natürlich jetzt Mist. Ja. Ach, schaffen wir den wenigstens noch? Dich nehme ich mit. Ja, das kann ich jetzt vergessen. Nö. Aber sie haben bloß 4000 Leben, das ist schon mal gut. Aber ich hätte mich jetzt stark gewundert, wenn ich das sofort geschafft hätte. Da kommt gleich der Nächste. Warum kam dieser Mutant jetzt schon? Ich war doch eigentlich noch echt ein Stück weg von denen. Wie viel Heilung haben die eigentlich? 160. Boah, die heilen sich sehr schnell, wenn man sie nicht kaputt macht. Das schaffen wir noch. Hier. Holen wir uns die noch, dann schaffen wir es. Also um einen Mutant zu besiegen, brauche ich da drei Ballisten, die funktionieren, sonst habe ich da keine Chance. Wenn die einfach zu früh kommen, Schluss. Ach, Harpien sind auch dabei. Oh, schon verloren. Ah, ich war doch bei 900%. Muss aber auch sagen, die Karte hat mir jetzt am Anfang auch überhaupt nicht zugesagt. Aber ich vermute mal, dass es nicht besser sein wird in dieser Karte. Ich glaube nämlich, dass ich, egal wo ich anfange, das ist praktisch. Egal wo ich anfange, ich von allen Seiten... Nee, ich habe sehr viel Holz hier. Ich habe zwar kein Wasser. Das könnte für die Endverteidigung sehr geil werden. Das könnte endgeil werden an dieser Stelle. Also da kann ich jetzt echt nicht meckern. Sieben. Ah, schade. Da kann ich da noch 10 rausholen. Das würde ich auch gerne machen. Oh, schade. Das wäre auch perfekt gewesen. Moment, das ist perfekt. Die kommen da gar nicht durch. Man kann da gar nicht durch. Das ist um einiges besser als die letzte Karte. Also über Zombies, Zombie-Mangel habe ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich weiß, es sind keine Zombies. Es sind Infizierte. Ist mir aber egal. 15, ich nehme über die 15. Ich hoffe nur, dass hier dann keiner infizieren kann. Kann ich jetzt... Rein theoretisch dürfte kein Venom dahinter laufen. Ich habe Probleme mit Essen, merke ich gerade. Da könnte es hier Probleme geben. Alles andere habe ich aber. Wenn ich es lang genug durchhalte, habe ich auf jeden Fall eine Bombenverteidigung. Zum Schluss. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen fischen. Da finde ich dann gleich noch Öl. Tatsächlich wäre mir da jetzt gerade Lebensmittel lieber.
Jetzt hör auf zu jammern, Katze. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich gehe in die Richtung auf jeden Fall. No, I'm not pointing any fingers, but I heard somebody around here needs a mayor. Farm. Eindeutig die Farm. Ich muss es maximal ausnutzen hier. Ich werde hier wahrscheinlich auch was ein Lager hinbauen müssen, damit ich einfach mehr rauskriege aus dem Zeug hier. Das packt der. Er ist ein harter Junge. Das packen wir nicht. Wir ziehen uns zurück. Rückzug. Hilf mit. Is everything okay? Great idea. Attention, sir. Building completed. Bring on! Our forces are in danger. Attention. Our building completed. Okay, das war hart. Ja, jetzt gab's Ärger und es kam noch härter. Sie wollten über die Erde regieren. Ihren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit beurteilen sie. Mehr und mehr Macht, das wollen sie. Zombie und anderer Zombie. Komm. Bisschen essen. Wir sind Team Zombie. Wir sind so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Und es wird auf jeden Fall noch eine lange Nacht für mich, deshalb seht's mir nicht krumm, wenn ich hier ein bisschen rumfasel. Ich könnte. Ja, das passt schon. Units under attack. Ja, er ist Soldat. Er ist da, um verprügelt zu werden. Ich war auch mal Soldat, ich kenne das. Weißt du was, du hilfst jetzt mal hier. Sag mal, was machst du denn schon wieder? Warum? Warum zur Hölle greifst du... Greifst du immer irgendwelche Leute, irgendwelche Gegner an und... Was machst du denn? Das sind die Momente, in denen ich ihn einfach nur ins Gesicht schlagen könnte, wenn die... Aber da irgendwelchen Mist bauen. So, dann kann ich das Geld wenigstens effektiv nutzen. Ich
brauche viel mehr Leute. Ich glaube fest an dich. Mann, der kommt mir vor wie mein Chef. Das ist das Arbeitspensum, das ist mein Chef. Und langsam frisst es ihn auf. Sag nicht, er kann hier durch. Nee, gut. Das wäre es jetzt nämlich gewesen. In mehrerer Hinsicht. Dann kriege ich nur 3 raus. Nämlich diese 3. Zweimal. Geht doch, man muss dir nur sagen, was du zu tun hast. Lass dich nicht von so einem Jugendlichen killen. Als ob diese Infizierten auch noch Pickel haben? Ob die auch noch was anderes... Wie überleben die denn überhaupt? Die sind ja an und für sich nur krank. Boah, ich dachte, wie kommt er da rein? An und für sich sind die ja eigentlich nur krank. Aber trotzdem... müssen die ja was essen. Und in diesem Zustand werden sie wohl nicht in der Lage sein, groß was zu essen. Oder die schmeißen einfach alles in sich rein, so wie bei Days Gone. Kiefernadeln und alles, egal. Die essen nur Primärfleisch. Könnte ja auch sein. Was erforschen wir denn als erstes? Wie wär's denn? Mag sich für euch komisch anhören, ich will das haben. Ich muss wissen, wo ich hier irgendwas finde. Ich glaube, ich kann es mir jetzt wenigstens erlauben, hier noch eine zweite. Wird schon passen. Okay, wir haben sie jetzt alle hier platt gemacht, wie es aussieht. Es ist übrigens ein feiner Zug, dass das wenigstens angezeigt wird. Allerdings sind die höchstwahrscheinlich so groß, dass es nur schwer ist, die nicht mit dem Radar zu erfassen. Geht immer noch. Das ist ein toller Bug, finde ich. Nächstes. Farm. Das da ist scheiße. Here we go again. They are trying to break through.
Das schaffen sie aber nicht. Jetzt können wir das hier machen. Ich hau mal hier ein bisschen Verstärkung ran. Ich muss was sehen. Aktuell bin ich blind, das geht nicht. Hier könnte ich vielleicht noch was reinhauen, eine Farm dann. Das ist nicht schön. Es sind nämlich verdammt viele gerade. Oh, keine Chance. You are gonna pay me for this, right? Jetzt werden sie mich wohl zerstören. Let's get the soldiers are in trouble. Roger that. Come on. So run for attack. Nummer 2. Oh, okay. Jetzt sollte ich langsam mal anfangen, eine Kaserne zu bauen. Aber jetzt habe ich leider keine Arbeiter mehr dafür. Ich hab eigentlich gesagt, du sollst weiterlaufen, aber hab bloß deinen eigenen Willen, das ist okay. Zurück zu dir. Das bitte. Da unten müsste ich hin. Ich muss irgendwie noch an Häuser kommen. Ja, besser als nix. Oh, immerhin. Ich habe sehr viel Platz und sehr viele Rohstoffe. Die geringe Anzahl an Lebensmitteln hier ist mein Nemesis.
forces are in danger. Attention. Building completed. Our soldiers are in trouble. What do you want to know? Oh ja, lass dich ruhig machen. Building completed.